Hallo, herzlich willkommen hier auf der Nimbus W11, der Premiere hier auf der Cannes Bootsshow. Wir liegen hier zwischen den Inseln, wo ich auch schon viele Nächte auf dem Schiff übernachtet habe. Das wäre eigentlich jetzt so mein Traumschiff, wo ich hier mit liegen möchte. Vielleicht werde ich das sogar die Woche noch tun, weil wir sehr stabiles Wetter haben. W11 ist das dritte Schiff aus der WTC-11-Serie, gestartet mit der T11 in 2018. 2020 kam die C11 dazu als geschlossener Commuter und jetzt eben die W11, die ein asymmetrisches Decksdesign hat. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den tiefliegenden Gangboard und auf der Backboard-Seite eben einen schmalen Gangboard, wie wir das von der Nimbus Coupé-Serie kennen. Und dadurch haben wir einen geschützteren Raum und ja, eine längere Scheibe nach hinten, eigentlich ein klassisches Sportboot-Design, wie wir uns seit vielen, vielen Jahren kennen. Nur was Nimbus hier geändert hat, ist eben das asymmetrische Decksdesign, wo man einfach viel sicherer an Bord laufen kann. Equipped ist das oder motorisiert ist das Ganze hier mit 2x V10, bringt das Schiff auf eine Marschfahrt von 40 Knoten, Ende oder Mitte 30 Knoten, Topspeed 50 Knoten. Und das Schiff hier besonders ist sogar mit einem Gyro ausgerüstet und auch mit dieser absenkbaren Badeplattform, was natürlich kostenmäßig eine Riesennummer ist, aber auch einen unglaublichen Mehrwert bietet, wenn man sich vorstellt, wie ich mich jetzt gerade hier ins Wasser reinfahre. Man liegt hier vor Anker und kann hier hinten einfach ja, über eine Treppe ins Wasser reinlaufen. Man kann hier drauf auch noch ein Dinghy drauflegen, sogar offiziell von Nimbus ein Jetski. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber ja, man hat hier eine zusätzliche Nutzfläche, die einfach, ich glaube, einmalig ist und das eben jetzt auch möglich mit einem Außenborder. Und dann kann ich das Ganze auch noch weiter hochfahren und kann es sogar in Häfen, wenn ich einen niedrigen Steg habe oder einen hohen Steg, kann ich es auch als Gangway nutzen, um an Land zu kommen, beziehungsweise wenn ich die Motoren hochfahren möchte, muss ich auch die Gangway die Badeplattform in die hohe Position hineinfahren. Das ist ein System aus Deutschland, aus Münster. Tenderlift heißt die Firma, gibt es seit vielen Jahren. Also gute Qualität gewählt hier von Nimbus. Und natürlich haben wir dann klassisch auch noch eine Badeleiter hinten im Schiff drin. Ich glaube, Nico, du musst einmal kurz den Motor anmachen und einmal ein Stück rückwärts fahren. Wir können aber einfach weiter filmen. Also das ist ein riesen Mehrwert. Viele werden fragen, wird es das auch für die T11 geben? Kann ich dato nicht sagen, aber ich denke mal zu 80-90% ja. Weil an sich ist das Heck hier des Schiffes komplett identisch, wie wir das von der T11 kennen. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht hier an diese kleine Sonnenliege. Die ist genauso. Wir haben hier hinten den großen Stauraum hinten drin. Also dieser ganze Bereich ist identisch, eine Kopie von der T11. Auch die Fender-Stauräume ist alles wie bei der T11. Hier, wie gesagt, haben wir den Gyro drin und einfach einen riesig großen Stauraum drumherum, der eben auch nutzbar ist über ein elektrisch zu öffnendes Hatch. Das können wir auch noch mal kurz zeigen, weil das macht den Stauraum einfach noch mal, wenn jemand kein T11-Video bis dato geschaut haben sollte, können wir das ganze Heck hier hinten auffahren und haben dann einen riesigen Stauraum hier hinten drin. In dem Fall eben etwas eingeschränkt durch den Gyro. Aber das ist halt der Riesenvorteil bei einem Außenborder. Da könnten theoretisch, oder wenn es bei einer T11 mit Innenborder, C11 sitzen dort die Innenborder Diesel. Dann haben wir auch hier oben drunter noch einen großen Stauraum, wo wir die Sonnensegelstangen verstaut haben. Und das Camperverdeck. Also wirklich richtig viel Stauraum. Dann gibt es auch, wo Stefan da mit der Drohne sitzt und kompletten Stauraum, das zeige ich gleich. Aber ich will erstmal aufs Äußere. Also man geht hier ins Schiff rein, von der Steuerbordseite, hier der Zugang. Das ist eben anders als bei der TF. Aber bei der TF würde man jetzt hier auf der Seite sozusagen wieder rausgehen. Und das ist eben hier eine ganze L-Sitzgruppe. Und der Tisch ist nochmal ein ganzes Stück größer. Dadurch wird das Ganze hier im Inneren des Schiffes einfach nochmal gemütlicher. Man kann hier einfach nochmal mit mehr Leuten sitzen. Und das eben durch das lange Dach. Oben haben wir, ähnlich wie Mitbewerber das haben, das Camperverdeck komplett oben in der Kiste da oben reingestaut. Kann ich auch kurz zeigen. Was heißt, Camperverdeck liegt hier oben drin.
um das hinten zu schließen, wir jetzt nicht ganz aufmachen, um hier hinten das Schiff zu schließen. Ja, das kann man alles zumachen. Hier haben wir auch nochmal einen riesen Stauraum unten drunter. Der geht hier auf, Entschuldigung. Das ist auch alles ein bisschen neu für mich. So. Riesiger Stauraum unten drunter. Auflassen. So, und dann haben wir gegenüber von der Sitzgruppe, auch klassisch, wie wir das von der Coupé eigentlich kennen, die Pantry. Mit 6 Schubladen, mit dem ganzen Geschirr drin. Also richtig Nimbus-Style. Große Hettich-Auszugsschubladen, Mülleimer, Doppelwaschbecken, Ceranfeld, Stauraum hier hinten dran. Lichter hier alle dimmbar und dann, anders wie bei der T11, aber so wie bei der W9, eben das riesig zu öffnende Schiebedach aus Stoff mit einem inneren Layer hier in Alcantara, also wirkt wirklich richtig edel, um hier ein gewisses wohnliches Feeling im Schiff zu bekommen. Als Bodenbelag hier haben wir das Ecoteak, das ist ein WBC, also es ist eine Mischung aus Epoxy und also Kunststoffanteile und Holzmehl, was von demselben Hersteller produziert wird, der eigentlich ursprünglich in Indonesien der Teaklieferant von Nimbus ist noch, aber in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr sein wird, weil es einfach so in der Art nicht mehr in mittlerer Zukunft möglich sein wird, Teak auf Schiffe zu verlegen. Und das finde ich eine sehr schöne Alternative. Man kennt das ja, ich fällt der Name gerade nicht ein, wir haben das im Hafen bei uns auch liegen, also Kombination aus Kunststoff und Holz, weil reiner Kunststoff einfach zu heiß wird und nicht der UV-beständig genug und die Holzanteile, das heißt das Holzmehl, was in diesen Fabrikationen von Teak sowieso in Indonesien anfällt, wird dann eben mit Kunststoff vermischt und man bekommt diesen, ich sag mal, sehr holzig echt wirkenden Boden, der aber vor allem nicht so heiß wird wie ein reiner Kunststoffboden, wie wir ihn ja ohne jetzt Markennamen, Estec, ja, kann ich ja nennen, Estec, Flexiteak und so weiter, die einfach den Nachteil der Hitze haben. Dann Fahrstand, also Küche haben wir gesagt, natürlich überall warm Wasser, alles fühlt sich sehr Nimbus, also für mich, der seit irgendwie mit Nimbus geboren wurde, in Anführungsstrichen, fühlt sich alles sehr wertig an, alles sehr, ja, wie es sein soll. Man ist sehr geschützt hier von der Scheibe, hat aber dann trotzdem, jetzt wenn das Dach oben ist, riesig viel Luft nach oben mit den zwei Roof Racks obendrauf für Stand-Up Paddles. Dann haben wir einen sehr großen Kühlschrank direkt hier unter der Sitzbank auf der Backbordseite und noch einen weiteren hier auch in der Sitzbank in Richtung Bordwand, also Kühlmöglichkeiten genug und man kann theoretisch auch noch einen unten in die Kabine haben, wobei das eigentlich so ausreicht. Dann die Sitzbank ist hier klappbar nach hinten, das heißt man kann hier als Beifahrer auch gemütlich angelehnt so sitzen, Füße hochlegen, weil das hier nach vorne geht oder auch zu zweit, weil wir hier unten eine Fußstütze haben, ja, kann man hier auch natürlich einer in der Ecke hier mit zwei Personen gut auf der Beifahrerseite sitzen. Fahrstand, bevor wir in die Kabine gehen, dann kann der Stefan macht gleich ein Video in Französisch. Ich mache mal ein kleines Stück nochmal zurück. Fahrstand, Einzelsitz mit Armlehnen, auch wieder Fußstütze. Sitzt hier ergonomisch sehr, sehr gut am Fahrstand. Also perfekt mit Armlehne, Ablage hier an der Seite. Funkgerät, 2 Kartenplotter von Simrad. Klimaanlage haben wir hier am Fahrstand mit Ausgängen. Wenn man eine Klimaanlage wählt, auch für die Beifahrerseite dort. Wir haben jetzt auch hier GL Audio, 2 Interzeptoren von Zipwake und wir haben jetzt, vielleicht kriegen wir gleich noch ein bisschen Wellen, den Gyro inzwischen angemacht. Ich habe es damals auch gemerkt, es ist wesentlich stabiler an Bord geworden. Den können wir hier ein- und ausschalten. Vielleicht kommen hoffentlich gleich noch mal ein paar Seitenwellen, vielleicht im Stefan seinem Video, um zu zeigen, wie der Gyro so wirkt. Dann gehen wir mal aufs Vorschiff noch. Das war es hier am Fahrstand. Getränkehalter natürlich, indirektes Licht, also Antireflexion. Erstmal diese schwarze Scheibe hier, dass wir keine Reflexion der Scheibe haben. Große Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage, 2 Arme. Kann ich auch einmal kurz zeigen hier mit
wie gesagt, Frischwasser, Scheibenwaschanlage über den Zoller und den Frischwassertank. Und hier kommt Licht sogar vorne ins Vorschiff hinein. Dann gehen wir mal aufs Vorschiff vorne. Wie gesagt, ich kann hier an der Seite super komfortabel laufen. Eine klassische Tugend für ein Sidewalk bei einer Nimbus. Wirklich sehr sicheres Laufverhalten hier. Ich weiß genau, wo ich bin. Hier auch wiederum ein Ausstieg, wo ich mich hier oben festhalten kann, um von Bord zu gehen. Bei seitlichem Ausstieg ordentlich dicke Mittelklampe. Und dann am Vorschiff vorne große Sonnenliege. Ganz neu bei Nimbus, haben sie sehr lange für gebraucht. Für manche Sachen, die im Mittelmeer bei anderen Herstellern schon sehr oft im Markt etabliert sind. Man kann sich hier hinlegen und hat noch eine Kopfstütze jetzt für die Sonnenliege. Ich denke, das werden wir auch für alle T11-Eigner auch zum Nachrüsten liefern können. Das ist kein Rocket Science, um das Ganze zu haben. Dann haben wir auch hier wieder im Vorschiff vorne, wenn wir gleich rein, wesentlich mehr Volumen im Vorschiff, weil wir natürlich nur auf der einen Seite den tiefen Gangbord haben, auf der anderen Seite etwas schmaleren. Wir haben hier ein großes Hatch. In der Art haben wir das bei der T11 nicht. Dort haben wir ja die Klappe unterm Sitz und dann beide Seiten noch ein Lichtband. Die Ankerlösung ist dann wiederum zurück bei der T11, wie wir sie kennen. Wir haben einen ordentlich großen 16 Kilo Ultra Anker, Edelstahlkette. In dem Fall haben wir hier reingemacht und in dem Fall noch eine Bugleiter. Das Ganze, der Anker steht kaum über. Wir haben die ordentlich dicke Scheuerleiste rund ums Schiff. Der Anker, wie gesagt, hier vorne, um an Bord zu gehen, ist überhaupt minimal, steht er über. Bedienung der Ankerwinde hier oder über eine Fernbedienung. Dann werden wir gleich noch den Sonnenschutz aufbauen. Der ist über 4 Stangen, sehr groß hier vorne und auch 8ern. Und dann einmal laufe ich hier am Backbord, um Gefühl zu geben, ja, der Gangbord hier am Backbord, vielleicht kommst du mal gerade rüber noch zum Film, ist schmaler, aber der Stefan läuft da gerade sogar lang, obwohl er Drohne gleichzeitig fliegt. Also kann das nicht so schlecht sein. Man kann sich überall festhalten. Hier wird er auch noch mal ein bisschen breiter. Er ist nicht so wie bei einer T11 funktionell, aber auf jeden Fall völlig nutzbar. Und ich würde sagen, in dem Bereich so breit wie bei vielen anderen Herstellern, die auf beiden Seiten nur so ein Gangbord haben. Getränkehalter hier vorne drauf. Gut, Mast, Radar, Suchscheinwerfer, Horn, viele Sachen, die die meisten Leute... Ah, hier vorne haben wir einen großen Stauraum, genau, hat der Nico mir gerade gezeigt, danke dafür. Da haben wir jetzt Sonnensegel drin liegen und auch gut zum Fenderstauen. Sehr praktisch hier vorne, nochmal neben dem Ankerkasten. So, wir haben hier eben die Drohnenaufnahmen statisch gemacht. Drohnenaufnahmen vom Fahren hatten wir schon gemacht, die wird der Michael zusammenschneiden, aber ich möchte ein bisschen auf das Fahrverhalten eingehen. 2x400 PS V10, der Motor ist schon auf der T11, ein gewaltiges Setup, aber hier auch. Und vor allem waren wir alle etwas nervös, wie sich das Schiff verhalten wird mit der großen Badeplattform hinten dran, dem Extragewicht und dem Gyro, der hier in dem Schiff noch drin ist. Wird das Schiff irgendwie unfahrbar, wird es hängen beim Beschleunigen? Wie ist das Fahrverhalten des Schiffes mit dem Setup, was wir hier haben? Deswegen dazu noch ein paar Eindrücke. Wir haben hier Zipwake-System Standard. Natürlich, wenn wir jetzt beschleunigen, gehen die Zipwakes zu 100% raus. Das sind Interzeptoren, also das Schiff geht aber mit den Zipwakes jetzt an. 0,0 vorne hoch, wir haben keinen Bowrise. Im Gegenteil, das Schiff bleibt völlig gerade. Die Plattform ist auch hinten nicht im Wasser. Motoren sind runtergetrimmt jetzt. Wir laufen jetzt 17 Knoten und sind schon am Gleiten. Ich weiter beschleunige 4000 Umdrehungen. Jetzt gehen die Flaps ein bisschen raus. Wir laufen jetzt 22 Knoten. Damit bringe ich die Motoren ein bisschen hoch. Wir haben ein bisschen Spritzen hinten an der Seite, aber minimal. Wir sind jetzt schon bei 28 Knoten. Boot ist sehr agil. Marschfahrt jetzt, würde ich sagen, knapp unter 5000 Umdrehungen. Also wir können eine gute Marschfahrt machen von 32 Knoten. Verbrauch. Nicht vorher einstellen sollen, aber... Wir haben jetzt einen Verbrauch von
113, ich habe keinen, Mercury hat ja keinen Verbrauch pro Seemeile. Ich habe jetzt Verbrauch, kann man nachher einblenden, bei 33 Knoten von 112 Liter. Also wir sind bei 3,5 Liter auf die Seemeile. Also das ist mega. 108 Liter, 4700 Umdrehungen, bei 34 Knoten sind wir etwas, also Ende 3 Liter. Ja. Machen wir eine Kurve für das Steuerbord. Super gerade auslaufen, ich kann das Lenkrad loslassen. Also ich möchte behaupten, das Gewicht hinten tut dem Rumpf sogar eher gut. Also Schiff fährt mega. Ich versuche mal hier gerade schnell noch einen Verbrauch pro Seemeile reinzukriegen. Gutschteil ist der neue NSX-Plotter. Ja, wir sind bei 2,2 Liter pro Maschine, 2,1 Liter pro Maschine, das heißt, wir sind bei 4 Liter in der Summe. Finde ich völlig okay mit dem schweren Boot hier. Wenn wir dann ein Schiff haben ohne die Lifting-Plattform und ohne Quick, werden wir auf unter 4 Liter sein. Ja, Nimbus W11, Fall zurück zur Messe. Ich finde ein mega Schiff. Ich würde sagen, eigentlich mein neues Lieblingsschiff. Leider noch keinen Urlaub drauf gemacht. Das sollte eigentlich dieses Jahr ein Urlaubsschiff werden. Viele haben gefragt, wo ist mein Urlaub dieses Jahr? Es gab keinen. Ich hatte noch ein anderes Projekt, was wir noch zeigen werden, nämlich die Axopar 45 Cross Cabin. Dort habe ich meinen Urlaub drauf verbracht, aber in der Werkstatt. Und das hätte eigentlich ursprünglich ein Urlaubsboot sein sollen. Aber es kam zu spät, kam direkt nach Cannes hier. Wir haben das Dach nochmal einmal aufgemacht. Das kann man auch hier bei 34 Knoten. Aber das Dach komplett offen, es flattert nichts. Und dann mal das Gefühl, wie viel Raum man hier hat durch die L-Sitzgruppe jetzt. Nico, schauen wir nochmal gerade nach hinten. Wie groß der Raum einfach hinten raus ist, durch auch die Zusatzfläche von der Badeplattform. Also richtig großzügiges Badeboot, aber mit allen Funktionen, die wir einfach von dem Coupé-Schiff kennen, dass wir schließen können alles, die große Küche haben, auswendig Kühlschrank. Ja. Mega Boot, auch natürlich für den Bodensee, hoffentlich irgendwann mal mit Diesel. Das wäre mir sehr wichtig für unseren Partner halt Schiffstechnik, weil ich glaube, das wäre ein Mega Boot für den Bodensee. Deswegen, ich hoffe, Nimbus wird das auch in naher Zukunft mit Diesel in Bord für den Bodensee liefern. Das war's vom zweiten Tag hier von der Cannes Messe auf der Nimbus WL. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht, drücken nicht vergessen und bis bald. Vielen Dank.